Es gibt Situationen in deinem Leben, wo du dich fragst, was soll das alles? Wo du dich erdrückt fühlst von dem ganzen Scheiß, der auf dich einprasselt. Heute zeige ich dir was. Guten Morgen! Wir wachsen in einer Welt auf, die sich von einer gewissen Ursprünglichkeit und Authentizität entfremdet hat. Ich sage nicht, dass alles schlecht ist. Aber es hat dazu geführt, dass wir heute einen unglaublichen Schwall an Informationen und Gedankenlärm ausgesetzt sind. Überall höher, weiter, besser, produktiver. Aber dabei mit sozialer, familiärer und moralischer Verantwortung. Und trotzdem bei all den Informationen ruhig wie ein Buddha allzeit lächelnd das Leben meistern. Das ist ein Haufen von Informationen und wer weiß, ob das alles für dich wirklich das Richtige ist. Aber wir wachsen so auf. Es gibt gesellschaftliche Ideale. Und wenn man diese nicht erfüllt, dann führt das zwangsweise dazu, dass die Gesellschaft dir die Anerkennung entzieht, dich ausgrenzt oder teilweise sogar angreift. Du bist, wenn du nicht nach den Ansprüchen einer Gesellschaft lebst, ein Virus. Und dieser Virus wird bekämpft. Also richten wir uns danach und geben unser Bestes, alle Haken zu setzen und ja, der Gesellschaft gerecht zu werden. Habe ich auch gemacht. Alle Haken gesetzt. Beruflich erfolgreich, Familie gegründet, Ehrenamt ausgeführt, finanzielle Unabhängigkeit, Anerkennung der Öffentlichkeit. Wunderbar. Ich war unglücklich. Alle Ansprüche erfüllt. Aber ich habe etwas übersehen. Ich bin nicht meiner Natur gefolgt. Würdest du mir recht geben, wenn ich dir sage, dass nicht jeder Mensch dieselben Talente, dieselben Interessen und dieselben Wünsche hat? Wie kann man dann erwarten, dass die gesellschaftlichen Vorgaben an ein gutes Leben dann für alle auch passend sind? Für mich sind sie nicht passend. Ich hatte das Glück, schon in jungen Jahren das erfahren zu dürfen. Umso wichtiger ist es, diesen gesellschaftlichen Lärm für mich abzuschalten und den Fokus auf mich und auf die Natur zu lenken, in den Flow mit der Natur zu gehen. Wir bauen unnötige Widerstände auf, nur weil wir aufgehört haben, selbstständig zu denken und aufgehört haben, einfach mal in den Fluss des Lebens zu gehen und den Geist beruhigen. Was bedeutet das, Geist beruhigen? Nenn mir doch mal die 5 Schritte, um in den Flow zu gehen, den ultimativen Guide für Einssein mit der Umwelt, das Geheimnis der finalen Symbiose von Natur und Mensch. Halt die Fresse. Hör auf, dieser Illusion zu folgen, dass du irgendwas mit Beruhigung oder Einssein mit deinem Denken erreichen kannst oder das mit Worten erfassen kannst. Lass dich einfach mal treiben. Meine Freundin Nadja macht derzeit genau das. Sie zieht mit ihrem Wanderrucksack auf unbestimmte Zeit los und unterbricht ihr Studium und lässt sich treiben. Wieder aller gesellschaftlichen Konventionen oder Unkenrufen, wieder jede Information, warum es gerade im Winter gefährlich ist, in der Natur zu leben, zu wandern und auch zu trampen. Als Frau sowieso. Sie geht in den Flow. Schon nach einer Woche hat sie ihre empfundene Lebensqualität gesteigert. Ja, es ist kalt draußen. Und ja, es ist unangenehm, wenn man Hunger hat und nichts zu essen hat in der Kälte, weil die Natur jetzt nicht so viel zu bieten hat. Ja, das Studium wird auch später fertig oder vielleicht gar nicht. Vielleicht eröffnet sie in Kambodscha ein Waisenhaus oder findet Erfüllung in einem Studium in einem anderen Land. Wer weiß das? Sie bestimmt nicht. Du hast auch keine Ahnung davon, was dir gut tut. Weißt du, wer das weiß? Die Natur. Wenn du ihr vertraust und wenn du dich ihr hingibst, dann passiert was Magisches. Du fängst an zu fühlen. Du fängst an zu realisieren, wie viele Leer über dich drüber gestülpt wurden. Wie viele Interessensgruppen, angefangen von deiner Familie, Freunde, Partner, berufliches Umfeld, bis hin zur Gesellschaft als solches, dich deines eigenen Willens beraubt haben. Und das ist nicht mal böse gemeint, sondern das ist automatisiert, weil diese Menschen selber in diesem Hamsterrad drin sind. Bei den meisten ist der Alltag prinzipiell gleich. Dieselben Antworten auf dieselben Fragen. Dieselben Gefühle auf dieselben Ereignisse und dieselben Aktivitäten, wenn es darum geht, sich besser zu fühlen. Bist du jemand, der den Regen nicht mag, dann ärgerst du dich wie ein automatisierter Roboter, wenn der Regen kommt. Du magst die brütende Hitze nicht, dasselbe. Du bist programmiert, gefüttert von den Informationen deiner Umwelt und funktionierst, um diese Informationen zu verarbeiten. Wie ein Computer. Umso mehr automatisiert ist, umso mehr kannst du schaffen. Immer weiter und immer weiter. Erster Schritt. Brich aus. Fang einfach mal an zu singen, obwohl du sonst nicht singst. Geh einfach mal mitten während des Internetsurfens spazieren ohne Handy, anstatt immer weiter zu klicken. Mach mal was anderes als sonst, um dich nicht zum Automaten machen zu lassen. Zweitens,
Schau's, wie es dir dabei geht. Denke nicht daran, ob es einen Sinn macht, was du tust. Entwickle ein Gefühl dafür, was es mit dir macht, die Natur. Drittens, reite auf diesen Gefühlen. Reite auf den Wellen des Lebens. Du merkst, nichts dieser Schritte hat mit Denken zu tun. Machen, fühlen, intuitiveres Machen. Aber es geht weiter. Die Realität für viele Menschen ist, dass der Alltag nicht immer ohne Herausforderungen ist. Herausforderungen sind aber auch ein Teil des Lebens. Und was machen wir mit Leben? Wir wollen es reiten. Also reite auch die Herausforderung. Egal was es ist, schwing dich auf deinen energetischen Sattel, setz ihn auf die Natur drauf, auf die Herausforderung und reite. Immer ein Lächeln im Gesicht. Lass dich treiben. Wenn du nicht reiten willst, weil du Veganer bist und negative Assoziationen mit dem Reiten hast, dann surfe. Pass dich einfach an. Und piss dich einer an, dann mach das Beste drauf. Surf weiter, surf wie Nadja durch das Leben und reite wie ich durch den Alltag. Mach Erfahrungen, die dich rausbringen. Tu etwas out of the box. Wenn du so lebst, dann reduzieren sich die Geräusche in deinem Kopf. Du kannst nichts gegen die Geräusche tun. Geh nicht in den Kampf. Fang nicht an, darüber nachzudenken und zu analysieren. Wenn du anfängst zu surfen, weißt du, was passiert? Du triffst auch die richtigen Leute. Und warum triffst du die richtigen Leute? Nicht, weil du sie treffen wolltest, sondern weil du der Natur vertraust und die Natur immer das Richtige macht. Und auf den Wellen der Natur kannst du nur dorthin gelangen, wo es richtig ist. Oder willst du mir sagen, willst du mir ernsthaft sagen, willst du mit mir ernsthaft darüber diskutieren, dass dein Verstand klüger ist als die Natur? Die meisten haben einfach nur Angst, der Natur zu vertrauen, weil sie gelernt bekommen haben, dass das Leben voller Gefahren und voller Risiken ist. Du sollst nicht den Mount Everest besteigen oder durch den Atlantik schwimmen. Du sollst einfach mal spazieren gehen oder mal aufhören zu arbeiten. Du sollst keine Schlange mit der Hand fangen oder den Löwen seine Mähne streicheln. Du sollst mal deine Partnerschaft beenden oder deine Partnerschaft produktiver gestalten. Also produktiver im Sinne von was gemeinsam arbeiten. Ne? Produktiv ist das falsche Wort. Eben eigentlich genau das, was du bisher nicht gemacht hast. Eben genau das Gegenteil von dem, was dich in dein Leben gebracht hat, was in irgendeiner Weise für dich belastend ist. Einfach mal losreiten. Man lebt nur einmal. Lass dich nicht verarschen. Das Leben ist geil. Du musst nur anfangen zu leben und aufhören zu funktionieren. Geh in den Flow des Lebens. Bewerte ihn nicht. Sei einfach. Es ist so einfach. Und du musst nicht mal Buddha sein. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag und geh raus und reite! Oder surfe. Mach's gut, dein Samu.